Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, wie andere Kolleginnen und Kollegen hatte ich auch heute Gelegenheit, mit der Pflegenden vor dem Landtag über ihre Probleme zu diskutieren. Von hier aus möchte ich auch besonders im Altenpflege Familienangehörige begrüßen, die 70% der Pflegeleistungen in der Altenpflege erbringen und professionelle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterschiedlicher Einrichtungen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Piratenantrag, tatsächlich haben Sie mit Ihrem Antrag sicher ein wichtiges Thema angesprochen. Allerdings sind die von Ihnen im Anfang in Ihrem Antrag geförderten Maßnahmen nicht geeignet, diesem Personalmangel besonders im Krankenhausbereich wirksam zu begegnen. Ich möchte mit zwei Beispielen verdeutlichen. Die ausreichende Ausstattung von Krankenhäusern mit Personal ist eine bundesweite Problematik, die nur bundeseinheitlich gelöst werden kann. Anhaltspunkte für diese Lösung finden wir tatsächlich im Entwurf der Krankenhausstrukturgesetz, der auf dem Ergebnis Bund-Länder-Kommission von 2014 beruht. Bereits jetzt ist vorgesehen, dass beim Bundesgesundheitsministerium eine Expertenkommission zu gründen. Das heißt, es hat keinen Sinn, auf der Landesebene eine Expertenkommission zu gründen, weil auf der Bundesebene, in der Planungsebene, diese Kommission gegründet wird. Und das berührt auch diese Kommission eigentlich. Pflegebedarf müssen Sie genau ermitteln von den demenzkranken Patientinnen und Patienten oder Umgang mit den behinderten Menschen in der DRG-System sachgerecht abgebildet werden kann. Im Moment ist es nämlich besonders Demenzpatienten, schwerbedürftige Menschen, pflegebedürftige Menschen nach der DRG-Abrechnung überhaupt nicht abgebildet. Das muss man aber ermitteln. Allerdings bleibt festzuhalten, dass auch wir, das im Gesetzentwurf der Bundesregierung erhaltene Pflegestellen-Sonderprogramm, diese 660.000 Euro, alleine nicht ausreichend halten. Deswegen hat auch Bundesrat mit der Unterstützung oder mit der Initiative der NRW tatsächlich Verdoppelung dieser Stellen gefordert. Wir müssen jetzt abwarten, ob man mit diesem Sonderprogramm tatsächlich mindestens eine Notfalllösung finden kann. Deshalb auch der Bundesrat tatsächlich aktiv geworden. Wir unterstützen diese Vorgehensweise. Was Sie in Ihrem Antrag angesprochen haben, zwischen dieser Investitionskostenförderung des Landes und auch Personalkostenfinanzierung der Krankenkassen, haben eigentlich miteinander überhaupt nichts zu tun. Einige Kollegen haben auch, Frau Lückert auch erwähnt, die Kosten, diese Investitionskosten des Landes zweckgebunden können auch für die Personalfinanzierung nicht angewandt werden, weil die Personalfinanzierung über die DRG, über die Krankenkassen finanziert sind. So gesehen bringen sie alles durcheinander und hier wird es auch über Pflege pauschal geredet. Da muss man genau sagen, ob wir über Altenpflege reden, ob wir Pflege im Krankenhaus reden, weil das sind unterschiedliche Bereiche, die Zuständigkeiten sind anders und auch die Voraussetzungen und ich glaube Bedingungen auch ganz anders, besonders in NRW. Sie wissen auch seit 5 Jahren, besonders in der Altenpflege, was unsere Landesregierung geleistet hat. Das möchte ich nicht wiederholen, aber ich stimme natürlich die Überweisung im Fachausschuss und freue mich, dass wir in dieser Differenziertheit fachlich im Fachausschuss diskutieren und auch gute Ergebnisse, hoffe ich mindestens, erarbeiten können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Ünal. Bitte bleiben Sie noch einen Moment vorne, Herr Kollege Ünal, weil sich kurzfristig, aber rechtzeitig, ich vermute, Herr Kollege Düngel für die Piratenfraktion zu einer Kurzintervention gemeldet hat. Sie kennen das Verfahren. Herr Düngel hat 90 Sekunden und Sie dann 90 Sekunden zur Antwort. Herr Kollege Düngel, bitte. Ja, vielen Dank. Herr Ünal, zunächst, wir finden es natürlich gut, dass über die Bundesratsinitiative da die Mittel für das Pflegestellenförderprogramm auch noch mal angepasst wurden.
Vielleicht können Sie gleich in Ihrer Erwiderung auf diese Kurzintervention aber nochmal darauf eingehen, dass selbst diese Verdoppelung letzten Endes ja zwar gut ist, aber längst nicht ausreichend wird, um die fehlenden Stellen tatsächlich auch zu schaffen. Und zum Zweiten will ich nur darauf eingehen, also wir vermischen natürlich nicht diese unterschiedlichen Kostenpunkte. Wir wissen natürlich sehr wohl, wo die verschiedenen Töpfe hinfließen. Frau Lückert hat es vorhin auch schon gesagt. Fakt ist aber, in der jetzigen Situation werden, um Investitionen tätigen zu können in den Krankenhäusern, eben aus anderen Töpfen Gelder abgezweigt, um diese Investitionen tatsächlich tätigen zu können. Und diese abgezweigten Gelder, die fehlen dann letzten Endes wieder für Personal. Und deswegen wollen wir diesen unterfinanzierten Topf des Investitionskostenzuschusses aufstocken, damit der tatsächlich auch ausreichend ist und diese Gelder nicht abgezweigt werden müssen. Ja, vielen Dank, Herr Kollege, für Ihre Intervention. Tatsächlich, wir haben dieses Sonderprogramm nicht ausreichend gefunden und Verdoppelung, das heißt ungefähr 1,25 Millionen Euro. Sie verlangen in Ihrem Antrag 2 Millionen, können wir 3 sagen. Das ist ja willkürliche Zahlen, eigentlich darüber hier nicht diskutieren möchte. Das ist aber nur Sonderfonds. Das muss tatsächlich eine Personalbemessung festgestellt werden, wie man diese Anzahl der Fälle und Verdichtung im Krankenhaus begegnen kann. Wir haben tatsächlich seit 2004 mit der Einführung der DRG-System in Krankenhäusern erstens eine Verweildauersenkung enormer größerer Art erreicht und zweitens Fallzahlsteigerungen, dass dadurch natürlich eine große Arbeitsverdichtung stattfindet. Aber wir können hier nicht pauschal einfach behaupten, dass überhaupt keine Pflegepersonal entsprechend eingestellt sind. Und so gesehen ist in Ihrem Antrag dieser kausale Zusammenhang, dass weil die Fallzahlen gestiegen sind und nur die Qualität der Pflege mit mehr Personal zu erreichen ist, weil Sie behaupten, jetzt ist nicht genug Personal, deswegen sind die Gesundheit der Patienten gefährdet, nicht richtig. So gesehen, ich kenne die Krankenhäuser. 10 Jahre lang war ich im Aufsichtsrat der städtischen Kliniken in Köln. Ich bin im Beirat der Porzer Klinik. In diesen Kliniken haben wir auch jährlich sehr viele Pflegekräfte eingestellt, dass die Sicherheit der Patienten nie gefährdet war. Aber wir brauchen natürlich mehr Personal, dieser Arbeitsverdichtung begegnen zu können. Der andere, diese... Herr Kollege, jetzt sind die 90 Sekunden leider vorbei. Ja, die Zeit fliegt davon. Ja, das war das erste Mal meine Intervention, deswegen habe ich die Zeit nicht aufgepasst. Es tut mir leid. Nein, ich bin mir aber sicher, dass... Aber ich glaube, wir werden im Ausschuss ausführlich darüber diskutieren, welche Detailprobleme in diesem Zusammenhang haben. Das ist nicht so einfach, 1:1 zu übertragen. Vielen Dank. Also.